Diese Challenge ist einfach zu heftig. Oh mein Gott, Leute, und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und heute wird's wieder richtig, richtig krass. Heute müssen wir Blindbrawler raten. Und wenn wir die Runde verlieren und nicht Erster werden, müssen wir Minuspokale machen. Und das geht so, dass wir uns töten lassen in dann einer nächsten Runde. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an, wählen einen Brawler aus. Aber vorher, 99% haben nicht abonniert, die meine Videos gucken. Deswegen abonniert doch jetzt und dann sinkt die Zahl. Okay, Leute. Und jetzt, wir fangen an. Ich mache meine Augen zu und wir haben Jackie. Okay, Leute, das wird sehr, sehr schwer. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Los geht's in die Runde. Hey, Leute, wir sind in der Runde. Wir dürfen jetzt nicht fallen und nicht Zweiter werden, sonst müssen wir Minuspokale machen. Und das ist auf jeden Fall nicht sehr, sehr cool. Okay, komm. Wir müssen jetzt einfach so gut wie möglich das durchhalten. Und jetzt holen wir auf jeden Fall schon mal die ersten Cubes. Okay, eingesammelt. Und jetzt sind nur noch 5 Brawler da. Hoffentlich werden wir es schaffen. So, wir haben El Primo hier. Müssten wir eigentlich killen. Und noch eine Jackie. Oh, oh. Die hat ja viel mehr als wir. Wir können sie noch hier so reinziehen, dass wir sie sehr wahrscheinlich jetzt gleich haben werden. Und wir haben sie. Sehr gut, Leute. Lasst darauf jetzt ein Like und ein Abo da. Ich werde auch in diesem Video wieder 3 Ms verstecken. Und wenn ihr sie findet, schreibt wieder M in die Kommentare. Und dann werde ich euer Kommentar liken. Und jetzt fangen wir an. Okay, Leute, wir können jetzt davon sehr profitieren. Und wir haben es geschafft, Leute. Oh mein Gott. Wir müssen jetzt keine Minuspokale machen. Sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir gehen wieder ins Hauptmenü. Oh, aber vorher, wir bekommen hier noch Star Drops und fangen wir an. Selten, super selten, leider nur super selten. Hat leider nicht gereicht für einen legendären. Aber wir haben, glaube ich, noch einen. Okay. Ja, selten, selten, super, leider nur super selten heute. Aber okay, Leute, ich würde sagen, wir haben jetzt gleich die 600 Pokale. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und dann würde ich sagen, wir wählen jetzt den nächsten Brawler aus. Augen werden zugemacht und wir haben El Primo, sehr, sehr gut. Und damit können wir einiges anfangen. Und ich würde sagen, wir gehen in die Runde. Let's... Okay, und jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt müssen wir einfach wieder. Wir dürfen keine Minuspokale machen, Leute. Okay, und jetzt, wir müssen jetzt einfach alles reinhauen. Ey, Leute, stellt euch mal vor, wir müssen jetzt einfach 20 Minuspokale machen. Das habe ich euch nicht gesagt, dass wir 20 Minuspokale machen müssen. Und dann haben wir, damit wir unserem Sieg verzeihen. Nein, nein, oh mein Gott, Leute, wir müssen hier weggehen. Oh mein Gott. Leute, wie sollen wir hier abhauen? Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Wollen wir jetzt hier abhauen? Ich habe eigentlich gar keine Lust. Wenn Devil jetzt hier kommt, der ist in dem Busch, soweit ich weiß. Nein, Leute, er kommt. Wir müssen jetzt... Oh, nein. Oh Gott, Leute, nein. Wir müssen jetzt Minuspokale machen und das geht so. Ich zeige euch jetzt, wie es geht. Und wir gehen jetzt direkt in die nächste Runde, Leute. Jetzt müssen wir uns hier direkt töten lassen von unserem Freund hier, damit wir auch richtig viele Minuspokale machen. Und nein, das tut so weh, Leute. Das tut einfach richtig weh. Wir haben jetzt schon Minus, Leute. Wir haben jetzt Minuspokale gemacht, und zwar -2. Aber damit es mal richtig heftig wird, machen wir, da wo wir die meisten Pokale haben, damit wir die Pokale haben. Und es ist mit Edgar, weil da machen wir die meisten Minuspokale. Ab in die Runde. Und wir wurden getötet. Und nein, nicht so sehr gut. Und jetzt haben wir auf jeden Fall Minuspokale gemacht. Leider nur -1, aber sind auf jeden Fall Minuspokale. Und ich würde sagen, jetzt können wir wieder den nächsten Brawler auswählen. Gut, wir sind wieder im Hauptmenü und wir wählen den nächsten Brawler aus. Und es ist Edgar, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und jetzt tun wir hier erstmal die Powerpunkte einsammeln. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in die nächste Runde. Gut, wir sind in der Runde und jetzt müssen wir alles geben, damit wir hier nicht direkt schon wieder am Anfang getötet werden. Oh, das sieht nicht so sehr gut aus. Also nicht so sehr gesund. Und jetzt... Wir dürfen auf jeden Fall auch nicht von Devil erwischt werden. Und gut, er erwischt uns nicht sehr, sehr gut. Leute, wir müssen jetzt diesen Sieg holen. Komm, okay, Leute, wir hauen ab von ihm. Das bringt ja gar nichts, dass wir hier doch das schaffen. Oh... Cold kommt, okay. Aber es ist ja ein Weitschießer, okay. Oh, Leute, wir holen uns jetzt erstmal diese Kisten hier auf, entspannt. Gut, jetzt haben wir schon 4 Cubes. Das könnte auf jeden Fall sehr, sehr gut sein. Okay, Leute,
Wir versuchen jetzt hier oben anzugreifen von bei Devil. Und ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Aber leider haben wir ihn nicht bekommen. Wir dürfen jetzt hier auch nicht so viel riskieren. Oh. Oh, Leute, das sieht sehr, sehr gut aus. Okay, das ist im Showdown. Hier ist Ash. Er kommt und wir springen auf ihn drauf. Das sieht gut aus. Und wir haben ihn, Leute, sehr, sehr gut. Wir haben die Runde gewonnen. Und damit sind wir Erster. Und wir gehen jetzt wieder direkt ins Hauptmenü. Haben jetzt schon wieder sehr viel Plus gemacht. Und ich würde sagen, ich wähle aus. Und wir haben Jackie. Okay, Leute, wir haben Jessie. Und, okay. Jetzt, wir haben jetzt hier erstmal einen Star-Drop. Und selten, super selten, immer noch keine Episch, Leute. Was ist heute los? Okay, 99% von euch nicht abonniert, die meine Videos schauen. Das müsst ihr auf jeden Fall jetzt machen. Also abonniert jetzt gerne. Und wir gehen in die letzte Runde rein. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Runde rein. Wir sind in der Runde und es wird auf jeden Fall auf gar keinen Fall einfach. Wir versuchen jetzt mal Jessie hier abzuknallen. Ich meine El Primo. Oh, Leute, wir haben ihn leider nicht getroffen. Komm, wir müssen ihn down machen. Er soll down. Ah, yes, das sieht sehr, sehr... Leute, wir haben ihn sehr, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Und da hinten ist ein Cube frei, wahrscheinlich von El Primo. Oh, oh. Oh, oh. Da ist Rosa. Da ist Rosa. Und da ist Bull. Oh, Leute, der Vogel hier muss uns beschützen. Und komm, wir haben ihn. Wir haben ihn sehr, sehr gut. Und jetzt nur noch auf Rosa gehen. Die haben wir auch. Aber Cordelius nicht. Nein. Oh mein Gott, wie knapp wird das denn? Holy shit, Leute. Sowas habe ich ja echt noch nie gesehen. Wie knapp ist das denn? Oh mein Gott. Oh, fast haben wir ihn. Fast haben wir ihn. Oh Leute, ja, die sollen sich jetzt schön bekämpfen. Und wir haben Cordelius, Leute. Wir haben ihn einfach geschlagen. Jetzt nur noch Hank hier oben. Der hat so wenig Leben. Wir knallen ihn von hinten ab und wir haben ihn, Leute. Sehr, sehr gut. Das war echt ein sehr gutes Ende in dem Video. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Aber vorher haben wir noch zwei Star Drops. Selten, leider immer nur super selten. Das gibt's ja auch nicht. Jetzt haben wir es direkt super selten. Komm, episch, Leute. Sehr, sehr gut. Und was bekommen wir? Ah, leider nur Münzen. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Haut rein und ciao.